Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind noch immer auf Liams persönlicher Quest und müssen Kellett aufhalten, damit er keine Bedrohung mehr darstellt. Und da wird uns wahrscheinlich hinter dieser Tür der finale Kampf erwarten. Oder auch nicht, sondern erstmal Muni. Leite jetzt die Energie zum Öffnen der Türen vor Ihnen um. Hoffentlich haben Sie keine Zweifel. Wir sind alle dabei, genau wie die Initiative. Ich höre Tierchen. Ich habe ein großes Schiff und werde trotzdem nicht respektiert. Also gut. Es muss nicht so enden. Wird's aber. Niemand nimmt mir je wieder etwas weg, Pathfinder. Ich werde sie eigenhändig töten. Kellett hat ein Haustier. Und einen Schild, der seine Energie direkt aus dem Antriebskern bezieht. Halten Sie durch. Wir versuchen, ihn zu hacken. Wir haben eine Schwachstelle gefunden. Gehen Sie zu der markierten Konsole. Wir hacken seinen Schild Port für Port. Sie schaffen das, Pathfinder. Ich habe diesen Koloss gefunden, wie ich dieses Schiff gefunden habe. So wie ich auch Sie kriegen werde. Sie werden seine Schilde hacken. Aber dafür müssen wir an die Konsole. Ihre Waffen machen mir gar nichts. Sie können mir nichts anhaben. Wo ist denn die Konsole hier unten? Sie müssen zu der Konsole. Ja, Mann. Schickt Verstärkung. Sofort. Halten Sie sich etwa für hart? Hier herrsche ich. Sehr höher gerade alles. Bleiben Sie in der Nähe der Konsole. Halten Sie sich etwa für hart? Bleiben Sie in der Nähe der Konsole. Bleiben Sie in der Nähe der Konsole. Ach so, scheiße, ich hab das Feld. Sorry, mein Fehler, ich bin so doof. Halten Sie sich etwa für hart? Hier herrsche ich. Wir machen Fortschritte, aber Kellett bekommt immer noch Energie. Was jetzt? Kleinen Moment, wir suchen nach einer weiteren Schwachstelle. Beeilen Sie sich! Gefunden. Liam, sehen Sie sie? Die zweite Konsole. Legen wir ihn lahm, Pathfinder. Ich sperre sie in einen Käfig und mache ihre Leute zu dem, was ich war. Nichts! Setzt die Adi ein! Setzt alles ein! Wir müssen zu dieser Konsole, ich Pathfinder. Bin schon da. Sie haben sie gehört. Räumt die Lager leer. Werft ihnen alles entgegen. Ich sperre sie in einen Käfig und mache ihre Leute zu dem, was ich war. Nichts! So. Hören Sie auf zu kämpfen! Sie sind ein Nichts. Überreste Loot. Muss halt irgendwie hier bleiben. Wie können Sie es wagen? Wie kann es auch nur einer von Ihnen wagen? Sam ab.
Antriebskernenergie. Umgeleitet. Das war sein Schild. Kellets Schild ist unten. Schnappen Sie ihn sich, Pathfinder. Alle sofort zum Maschinenraum. Jeder Einzelne. Uns um den Rest. Sehr schön. Das hat er nun davon, dieser Narr. Sind bereit zur Evakuierung, Pathfinder. Kommen Sie zur Luft. Schleuse, wenn Sie soweit sind. Ja. Nehmen Sie sich nicht zu viel Zeit. Mir gefallen die Reaktoren nicht. Wie alles andere. Überbeansprucht. Ich bin schon da. Sehr gut, das war ein bisschen wirr gerade. Erzählen Sie mir nicht, dass ein Standard-Shuttle so andocken kann. Ich hab's gesehen. Erzählen Sie es nicht weiter. Da sind Sie ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Orgi. Wir haben alle gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Das Innere des Schiffs ist mittlerweile völlig verstrahlt. Moment, da will sich noch jemand verabschieden. Danke, Liam. Ich hatte nicht erwartet, was immer das war. Sie haben ihn selbst ordentlich eingeheizt. Mag sein, aber es ist gut zu wissen, dass einen seine Freunde nicht im Stich lassen. Und deren Freunde. Wir bringen die Leute dahin, wo sie hin müssen. Die meisten wollen nach Prodromos. Verand sagt, wir kriegen vielleicht einige Angara. Das sind gute Nachrichten. Ja, durchaus. Bringen Sie alle sicher nach Hause. Keine Umwege. Wir haben viel durchgemacht, um alle in einem Stück rauszuholen. Wird gemacht, Pathfinder. Liam, beim nächsten Mal spielen wir aber nur Karten. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Da ist das Kettschiff. Das lief doch ganz gut. Alles in allem. Eins noch, bevor Sie loslegen. Es tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Wir haben zwar gewonnen, aber es war knapp. Trotzdem war es das wert. Sie haben Verand gezeigt, dass Pathfinder nicht nur ein Wort ist. Ich sollte aber weniger Risiken eingehen. Kurzum, Sie haben recht. Wir haben gar nichts gesagt. Okay, jetzt Sie. Wir hatten außerdem Spaß. Gute Arbeit. Gut gemacht. Ist das Ihr Ernst? Ja, obwohl ich mir Schöneres vorstellen kann, als im All zu baumeln. Verstehe ich. Denken Sie, das Ding würde den Sprung zur Nexus überstehen? Wahrscheinlich nicht. Ist es gerade in die Luft geflogen? Sehr schön. Damit die letzte Loyalitätsmission erledigt. Vereint, eine Errungenschaft. So, dann können wir doch mal kurz bei Liam. Militärische Ausbildung. Kräfteschaden, Kräftestärke. Waffenschaden, Waffenstärke. Ich mach mal lieber Waffenschaden. Und hier haben wir maximal Schildleistung und Gesundheit. Ja. Überzeugt mich schon. So, jetzt haben wir erstmal bei allen zumindest schon mal zwei Fähigkeiten auf Rang 6. Und da ich jetzt aber irgendwie keine Lust habe, Level up zu machen, beziehungsweise Punkte zu verteilen, mache ich es auch nicht. Mmh.
Wir werden weiter mal bei Verbündeten und Beziehungen gucken. Und zwar wollte ich hier diesen ZK-Tracker ja noch finden. Das machen wir als nächstes und dann kümmern wir uns mal um die Turianische Arche. Dazu müssen wir ins Null-System. Den müssen wir ja, glaube ich, einfach nur im... Ja, irgendwo abscannen, diesen Tracker, glaube ich. Da können wir Tracker fahren. Entschuldigung. Tut mir leid. Also, eigentlich nicht, aber... Jawohl, hier ist alles erledigt. Wo ist das Null-System? Da hinten. Weil die Quest muss ja auch noch irgendwie weitergehen mit diesen Trackern, mit diesen komischen, die wir da so gefunden haben. Wir wurden gerade von einem weiteren dieser ZK-Tracker angepingt. Versuchen wir nah genug ranzukommen, um ein paar Daten zu erhalten. Wird gemacht. Da. Sonde unterwegs. Vor uns ist einer dieser Tracker. Er scheint aktiv zu sein. Okay, gehen Sie es behutsam an. Wir brauchen eine Ursprungsposition. Mann, diese Selbstzerstörungsmechanismen sind aber auch empfindlich. Einen Moment. Ich versuche ein Vorhersagemodell auf dieses Fragment anzuwenden. Na bitte, ein gemeinsamer Vektor. Er könnte uns zu einer Ursprungsposition führen. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg. Okay. Erstmal noch ein paar Forschungsdaten. Den Ursprung des Signals im Nalesh-System finden. Ursprung klingt doch schon mal gut. Ich empfange etwas. Da oben bestimmt. Ja, das sah schon so verdächtig aus. Raumschiffwrack. Ich habe etwas gefunden. Dann fliegen wir doch da mal hin. Achso. Vergessen zu tappen. Total geträumt. Ich scanne nach der Strahlungssignatur. Die Nightingale war ein Notfallrettungsschiff mit medizinisch ausgebildeten Technikern an Bord, das zu einer abgelegenen Bergbaustation geschickt wurde, aber unterwegs verloren ging. Überlebende, die es in die Rettungskapseln geschafft haben, glauben, dass es sich um einen Kettangriff gehandelt hat. Aber es gibt in dem Wrack keine Beweise, die das bestätigen. Das war jetzt alles? Ne, das ist gar nicht der Ursprung. Ich empfange etwas. Huch, das war einfach so noch was. Hier. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Was haben wir denn da? Ein Shuttle. Pathfinder. Auf exakt diesen Nav-Punkt haben die Daten der ZK-Tracker hingedeutet. Richtig. Edisons Auftrag. Mal sehen, ob uns das hier bei der Suche nach ihrer verschwundenen Wissenschaftlerin weiterhilft. Verdammt, das Shuttle ist nur ein Relais. Aber ich glaube, wir können uns in ihren Feed einklinken. Moment! Das Signal kommt durch. Wir sind bereit für die Koordinatenübertragung. Alan Wells. Wer zur Hölle? Wir wurden entdeckt. Kapp die Verbindung! Warten Sie! Hört das denn nie auf? Ich bin der Pathfinder! Der Pathfinder? Es ist also doch noch einer aufgetaucht? Halt die Klappe, Harlan. Ist dort Dr. Kennedy? Sind Sie okay? Direktor Edison macht sich Sorgen um Sie und Ihre Tech. Halten Sie sie im Gespräch, Ryder. Signalverfolgung läuft. Ich will nur, dass die Diebstähle aufhören. Die Bewohner dieser Außenposten versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Ja, das neue Leben in den Außenposten. Zeig es ihnen, Harlan. Haben die etwa gerade Dr. Kennedys Patientenakte weitergeleitet?
Ryder! Sie ist schwanger. Die Frau ist schwanger. Die Frau weiß selbst, in welchem Zustand sie ist. Wie konnte das geschehen? Sie sind tatsächlich schwanger. Was ist passiert? Wenn sich Mama und Papa wirklich, wirklich lieb haben, lassen sie nicht zu, dass die Menschheit ausstirbt. Sie gehören zu Addison? Tja, sie hat sich auf Tans Seite geschlagen. Sie meinte, solange die Lage nicht stabil ist, könnten wir keine weiteren Mäuler stopfen. Aber das hier ist was anderes, als abzuwarten, bis man sich ein Haus leisten kann. Hier geht es um unser Überleben. Also bin ich gegangen. Mit genügend Medikamenten, um Harlan und mich von den Blockern runterzukriegen. In welchem Monat sind Sie? Dr. Kennedy, in welchem Monat? Im 8. Plus minus ein paar Tage. Wir gehen nicht wieder zurück und Sie kriegen auch meine Technologie nicht. Wir kommen gut ohne Sie klar. Sagen Sie Addison... Ach, scheiß drauf. Sagen Sie ihr gar nichts. Schalt ab. Sie haben den Kern geflasht. Ich konnte das Signal nicht zurückverfolgen. Addison wird hiervon wissen wollen. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. Addison über die VidCon. Sehr schön. Ich dachte, wir müssten jetzt zurück zur Nexus. Aber wir können einfach per VidCon. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, die erste Schwangerschaft hier in Andromeda, nicht wahr? Ja, natürlich. Direktor Addison, ich habe eine Spur zu Dr. Kennedy und ihren Trackern gefunden. Sie lebt noch? Ja, und sie ist im 8. Monat schwanger. Verfluchte Scheiße. Verfluchte Scheiße? Deshalb ist sie gegangen. Sie wurde nicht von Exilanten entführt. Sie ist gegangen, weil die Nexus keinen Plan hatte. Sie sagte, sie hätten nicht gewollt, dass jemand schwanger wird. Natürlich nicht. Wir hatten keine Welten und wussten, dass wir viele von uns verlieren würden. Ich wollte nicht auch noch Babys sterben sehen. Von all den dummen, unverantwortlichen, egoistischen... Sie war schon immer so. Sogar schon auf der Erde. Sie hat mir diese ganze Sache überhaupt erst eingeredet. Und jetzt... Jetzt müssen wir ihr den Arsch retten. Wir müssen ihr irgendwie gar nicht den Arsch retten. Was hat sie ihnen eingeredet? Sie sagten, Dr. Kennedy hätte ihnen diese ganze Sache eingeredet. Was meinen Sie damit? Sie ist eine alte Studienfreundin. Wir hatten uns nach längerer Zeit mal wieder getroffen und sie erzählte mir von einem Projekt, auf das sie sich vorbereitete. Die Andromeda-Initiative? Ja. Und hätte ich nicht vor einem Jahr Nein zu ihr sagen müssen, wäre sie jetzt auch noch hier. Warum sollte sie gerettet werden müssen? Dr. Kennedy scheint Teil einer Gruppe zu sein. Diebstähle hin oder her. Sie ist jedenfalls nicht auf sich allein gestellt. Und wie lange wird das so bleiben? Sie ist die klügste Person, die ich kenne, handelt aber trotzdem viel zu oft, ohne richtig nachzudenken. Ryder, wir haben 2 Reden für das erste Kind in Andromeda vorbereitet. Und glauben Sie mir, Sie wollen diejenige mit dem guten Ende hören. Das stimmt. Achso, Aufhebung der Kryophyll. Ich dachte, das wären 2 Optionen. Ich war verwirrt, weil das gar nicht so zusammenpasste. Wann sollten die Verhütungsmittel aufgehoben werden, die allen vor dem Kryoschlaf verabreicht wurden? Schwer zu sagen. Je nach Situation. Sie müssen gewusst haben, dass diese Antwort die Leute frustrieren würde. Natürlich, aber es war die einzige, die wir ihnen geben konnten. Die Alternative wären noch mehr hungrige Mäuler und noch mehr Tote gewesen. Machen wir uns wieder auf die Suche? Wir wissen, wie wir sie aufspüren können. Indem wir noch mehr ihrer ZK-Tracker finden. Ich hoffe, Sie können sie rauslocken, indem Sie weitere Außenposten errichten. Vorausgesetzt, sie hat die Protokolle nicht geändert. Sie ist im 8. Monat. Da hat sie vermutlich andere Dinge im Kopf. Was für ein verfluchtes Chaos. Sie müssen sie finden, Pathfinder. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Ja, dann suchen wir mal weiter nach ZK-Trackern, würde ich sagen. Die Mission finde ich gerade ultra spannend. Aber wir werden erst in der nächsten Folge weiter nach ZK-Trackern suchen. Und werden an dieser Stelle die Folge beenden. Wir müssen noch ins Govorkam-System und ins Zobray-System. Die haben wir, glaube ich, beide schon gescannt. Die Namen kommen mir zumindest bekannt vor. Da werden wir nach weiteren ZK-Trackern suchen. Und dann werden wir hoffentlich... die gute Frau aufspüren und vielleicht Zeuge der ersten
Rückgeburt auf der Nexus oder in der des ersten menschlichen Kindes in der Andromeda-Galaxie. Das wäre natürlich mega cool. Das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Ich sage bisher danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.